Herzlichen Glückwunsch, deutscher Meister. Wie fühlt es sich an? Ja, unglaublich. Ich glaube, deutscher Meister ist doch so einer der wertvollsten Titel. Das spricht für Leistung die ganze Saison über hinweg. Wir wollten heute da aufs Feld gehen und einfach ein Feuerwerk abliefern. Ja, wir haben für das gebrannt und ich glaube, genau das hat man gesehen. Ich bin einfach stolz auf die Mannschaft und jetzt heißt es feiern. Ja, aber wie krass muss man eigentlich drauf sein, dass man bei so einem wichtigen Spiel, wo es wirklich um alles geht, am Ende den höchsten Sieg in der Historie des FC Bayern in der Frauenfußball-Bundesliga abliefert. Ja, ich glaube, wir hatten ein bisschen Wut im Bauch von letzter Woche, aber wir wollten es euch in Leverkusen schon klar machen. Und jetzt vor so einer Kulisse zu Hause für unseren Fans wollten wir einfach alles geben. Und ich glaube, wenn man dann so loslegt, das 1-0 macht, das 2-0 macht, dann kommen wir einfach ins Rollen, da haben wir die Qualität. Und ja, das Ergebnis ist nebensächlich, einfach wichtig, wir haben den Titel und ich bin sehr stolz. Und wie sehen jetzt die nächsten Stunden aus? Ja, jetzt wird erstmal gefeiert, würde ich sagen. Hier super Kulisse und dann ab auf den Marienplatz. Das ist auch was Besonderes für uns. Sowas erlebt man, glaube ich, nicht oft. Und dann einfach mal feiern und die Saison gebührend zu Ende bringen. Wer hat denn das längere Durchhaltevermögen in Sachen Feiern? Die Frauenmannschaft oder die Männermannschaft des FC Bayern? Ich glaube, das haben wir. Wir können sehr gut feiern und heute dürfen wir auch feiern. Von dem her glaube ich, dass wir da die Nase vorn haben.